Ey, das ist so lustig gemacht, Mann. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, wir schauen uns heute schlechte, gealterte Deutschrap-Lines Volume 1 an. Scheint ein neues Format von Boss Explosive zu sein, ein Kanal, den ich immer noch lieben gelernt habe. Von dem wir uns jetzt auch wieder alles ansehen werden. Außer er hat so ein Format, was ich mir nicht ansehe. So Best of von irgendwelchen Alben. Könnten wir aber rein theoretisch auch machen. Habe ich noch nicht so reingeguckt. Schreibt mal rein, wenn wir das auch haben, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Boss Explosive Reactions haben wollt, die nächste wird dann in einer Woche wahrscheinlich wieder kommen. Lasst gerne jetzt ein kostenloses Abo da, Freunde. Supportet den Kanal sehr. Und dann hören wir jetzt rein. Ich bin sehr gespannt. Schlecht gealterte Deutschrap-Lines. Ich denke mal, das sind dann Lines, die nicht an sich schlecht sind, aber halt Captain Obvious schlecht gealtert sind. Also wenn jemand sagt, keine Ahnung, Bushido fällt mir direkt ein. Polizeischutz hat er bestimmt ab und zu sowas gerappt bei K1 im Diss-Track. Und jetzt hat er selber Polizeischutz. Sowas oder, ach, keine Ahnung, wo irgendwie gesagt wurde, nächstes Jahr Sommer, Sonne, Strand und dann kam Corona. So, wisst ihr, sowas vielleicht. Ich hab keine Ahnung, wir hören rein. Let's go. Die aufgeführten Lines sind nicht schlecht, sondern lediglich schlecht gealtert. Das Video dient den Zweck der Unterhaltung, soll niemanden angreifen oder bloßstellen. Okay, hab ich den Ton an? Ton habe ich noch nicht an, Freunde. So, jetzt aber. Okay. Also wirklich einfach schlecht gealterte. Alpha Killer Kommando unerreicht. Steuerfrei nach Chiki kommt der Sampler Nummer 1. Oh, es kam nie ein Sampler. Ich hab mich auf den Sampler actually gefreut. Aber mittlerweile will ich das auch gar nicht mehr. Also Gent fühle ich gar nicht. Bei Jiggy ist es so, er hatte ein, zwei gute Parts. Ich glaube, er hat jetzt übel abgenommen und macht so, so andere komische Mucke in Istanbul, glaube ich. Wer war noch da? Say It, höre ich mir ab und zu was an. War Noah gesigned? Oder war da überhaupt jemals da? Das weiß bis heute keiner, glaube ich, wo der herkam und was der macht. Und sonst mit Asche haben wir natürlich das Album bekommen. Wo übrigens am Freitag, was kommt von Asche, was Neues? Dieses Jahr wird alles zerfickt. Der nächste Spasti, der mich als San Diego beleidigt, wird von Patrick Bang, Mr. Krabs und Thaddeus beseitigt. Die finde ich jetzt gar nicht so bad, Mann. Das ist halt nur so, da hat das San Diego als Beleidigung benutzt und jetzt ist er halt offenkundig Sunny so. Aber finde ich jetzt nicht so bad. Also was heißt nicht bad, da finde ich auch nicht so schlecht gealtert. Ich kille nicht Punk, frag nicht, wie es mir geht. Ich gehe mit Sonny in die Videothek, du Bibliothek. Du Bibliothek. Ey, das ist eigentlich sad mit diesen Videotheken. Ich war früher, Freunde, da merkt ihr mal, ich bin steinalt. Ich bin 20 einfach, holy shit. Ich war noch als Kind in einer Videothek mit meinem Dad und da habe ich mir so DVDs ausgeliehen. Weil mit meinem Dad konnte ich da mal reingehen und haben wir uns so Scary Movie und solche Filme so ausgeliehen, die so ab 16 waren. Und da war ich so 12 oder 11 oder 10, whatever. Und dann mit meinem Dad konnte ich mir die so ausleihen. Hab mir immer auch so, ich habe mir Wii-Spiele ausgeliehen und Nintendo-Spiele gab's. Bei uns im Ort gab es so eine große, was heißt große Videothek, aber so eine Videothek, wo halt auch Spiele und so waren. Und da habe ich mir Videospiele ausgeliehen immer. Das war geil, Mann. Und dann so am einen Wochenende durchgezockt und dann abgegeben und halt 3 Euro bezahlt oder so. Das war geil, Mann. Frag nicht, wie's mir geht. Der ist sehr leise, das Video, ne? Jeder muss in seiner Promophase Buddhisten, aber wir sind... Geiler Beat, Mann, geiler Beat. Die am Chillen, so wie Buddhisten. Ein Bushido-Prozess, später. Ja, jetzt kommen viele Bu-Lines also, wahrscheinlich. Jetzt ansteigen. Fotze. Jeder wird zum V-Mann, obwohl wir einmal Brüder waren. Yeah, der Hexenmeister ist seit Jahren schon frustriert. Ich finde echt, Real Talk, Ali hat immer geile Beats am Start. Er hat immer geile Beats. Ich werde nicht richtig warm mit seiner Mucke und seinem Rap-Stil so, aber er hat geile Beats immer. Während seine Frau sich auf Partys amüsiert. Für deine Tochter, der du später mal erzählen kannst. Ihre Mutter hatte jeden Schwanz. Aber er sieht sympathisch aus, Mann. Alles glaube ich kennt den Mann am besten. Ich werde nie anders rappen. Heute siehst du wie. Ja, okay. Ey, das ist so lustig gemacht, Mann. Das ist lustig aufgezogen. Ganz großen Bündeln voller Banknoten. Du mit Computern hörst sie sich schwul an, weil die Franzosen. Later. Oh. Ah, okay, okay. Ich dachte, dass jetzt das Alpha Gaming Ding kommt. Weil, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht, aber es gab mal so Alpha Gaming Esports, wo er nie gesigned war, unter anderem, bei Kolle dann.
Und Erné ist ja so ein Computerspiel-Nerd, in Anführungsstrichen. Ich dachte, dass das war, aber weil Kolle halt auf Französisch 3-4 Mal, auch gerade bei MBK hat er auch französische Hook gemacht. Ali, entende-moi. Collège le patron, il vient avec le Kalaschnikow sous le bras, comme il serait une paquette. Ey, das habe ich nie gesehen mit Alias. Also ich kenne das Lied Euphoria, aber ich habe das Musikvideo nie gesehen. Kalaschnikow sous le bras, comme il serait une paquette. J'ai traversé l'enfer. Je ne connais plus de douleur. La vie m'a grand. Ich finde, das ist diese anders geile Betonung hier heute. Jusqu'ici tout va bien. Mach nicht auf Rapper, wenn dein Album nicht mal chartet. Warte, was? Was war die Zeile? Mach nicht auf Rapper, wenn dein Album nicht mal chartet. Sind das die einzigen beiden Alben von Zart? Und keins davon ist irgendwo gechartet? Nicht mal auf Platz 49 oder so? Was jeder hinbekommt? No Front oder die auf 49 charten oder so, aber... Das ist ein bisschen traurig, Digga. Ey! Ich würde Zart gerne in den Arm nehmen jetzt. Ich würde ihn gerne in den Arm nehmen. Mach nicht auf Rapper, wenn dein Album nicht mal chartet. Der Arme! Guckt euch das an, einfach nichts. Einfach gar nichts, Digga. Pures Anabol, nur die Masse zählt und ich fick jeden deutschen Rapper, der eine Maske trägt. Oh, warte, 18 Karat. Ey, man muss auch wieder Props geben, das ist nice geeditet von Boss Explosive. Das ist nice geeditet. Ja, das ist nice gemacht. Ich komm rein mit der AK, Brata, na hänge Rapper. Kapital und nicht David Guetta. Was kommt jetzt? Ah, okay, ja. Ey, Real Talk, aber ich finde das Format geil. Weil er hatte in schlechte Deutschrap-Lines schon ab und zu sowas, wo Bushido halt meinte, irgendein Akon-Diss und dann ein Jahr später hat er mit Akon Feature. Das ist auch schlecht gealterte Deutschrap-Lines zum Beispiel. Ich finde das Format geil, das hat viel Potenzial. Das ist so für zwischendurch was Geiles. Da jetzt sich schon jeder Esel hatte. Ah! Ja, okay, doch, es kommen jetzt die Polizei-Lines von Bushido. Okay, weil stimmt, die habe ich ganz vergessen, habe ich am Anfang erwähnt, dass die nice hier drin wären. Was haben KFW und Schafe eine Gemeinsamkeit? Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Wenn ich will, gehe ich spazieren am Alexanderplatz. Eine Freiheit, die du als ein Informant nicht hast. Yeah. Ey, liebe Todes Kenneth Löckler, ist auch krass gewesen damals. Hatten wir alle noch auf unseren scheiß teilweise Club-Handys per Bluetooth drüber geschickt. Aber ich hatte da schon das Samsung Star 2, hatte ich schon. 2013 war ich in der 6. Klasse, glaube ich, right? 6. Klasse muss ich da gewesen sein. Haben wir uns das rumgeschickt per Bluetooth. Ey, harte Zeiten über Bluetooth rüber geschickt und oder per SMS oder so geschickt, keine Ahnung. Und haben das immer gehört, Digga. Das war geil. Fick die Polizei, LKA, WKA. Ich hab die Knarre unterm Kopfkissen. Oh, geiler Beat, Mann. Lass mein paar Kotz ficken und die Leichenteile den Familien dann rausschicken. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz. Was sind schon ein paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht? Arafat am Handy, du bist bleich wie Blutspender. Muss dich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Leg dich mit mir an, dann landest du im Zeugenschutzprogramm. Du Drecksbulle. Ey, fuck, es geht da viel mehr Lines, als ich dachte. Holy shit. Ich hatte so 2-3 aus dem Kenneth Löckler-Diss im Kopf, aber Bro, es gibt da extrem viele Lines hier. Ist außer dir, bestell mich bloß nicht aufs Revier. Früher war es Fick die Polizei. Heute Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Ich bin angeblich Sklave der Familie Abu Chaka. Schäm dich, Arafat war sowas wie dein Vater. Der Familie Abu Chaka, schäm dich, Arafat war sowas wie dein Vater. Ey, es ist nice geeditet, muss man sagen. Nice edit. Ey, Shoutouts an Boss Explosive. Da können wir uns gerne wieder mehr Videos von geben, Mann. Ich finde das neue Format sehr geil. Ich habe da ein, zwei Lines auch direkt im Kopf. Die Akon-Zeile schon, die hatte er bei schlechte Deutschrap-Lines schon. Aber ich finde das Format sehr geil. Da können wir uns gerne mehr von geben, Freunde, ja. Freunde, was kann ich noch sagen? Habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und wir sehen uns. Ciao.